Guten Tag, mein Name ist Dennis Klippert und ich heiße Sie herzlich willkommen zu der nachfolgenden Präsentation der Softwarelösung Simple Planning. Simple Planning ist ein Produkt der Alkyone Consulting, konzipiert nach der Theory of Constraints, zu Deutsch die Engpasstheorie. Als solches ist diese Lösung bereits seit über 10 Jahren im Bereich des Supply Chain Managements und der Produktionsplanung und Steuerung im Einsatz. In dem nachfolgenden Video möchte ich Ihnen das Modul Disposition in Simple Planning vorstellen. Sinn und Zweck dieses Moduls ist in erster Linie eine klare Transparenz über die Dringlichkeit und die Priorität eines jeden Materials eines Unternehmens herzustellen. So findet sich aufgrund des ausgeklügelten Priorisierungssystems an oberster Stelle dieser Liste immer das dringlichste Material des Unternehmens. Ganz gleich, ob es sich nun um ein eigengefertigtes oder ein fremd beschafftes Material handelt. An dieser Stelle ist der Planer nun in der Lage, seinen Bereich über das breite Angebot von möglichen Filtern zu selektieren und kann anschließend mit seiner operativen Arbeit beginnen. Das heißt, der Planer hat hier die Möglichkeit, eben einmal über eine bestimmte Maschine zu selektieren oder einen gewissen Lieferanten auszuwählen oder eine Gruppe von Lieferanten auszuwählen, wenn er eben Material bestellen möchte, und kann aber dennoch auch hier ganz variabel gewisse Filter konfigurieren. Hier gibt es ein breites Angebot an Filterkonfigurationen, über welche sich der Planer über viele Felder komplexe Filter zusammenbauen kann, um eben den gewünschten Effekt zu erreichen. In meinem Beispiel habe ich hier nun mal die Ansicht auf eine bestimmte Maschinengruppe selektiert. Ich habe hier also mal die Gating-Gruppe 1 ausgewählt. Und wir sehen hier jetzt schon, wir haben hier nur 733 von 9088 Artikeln in der Liste. Sprich, 733 Artikel laufen über diese Maschinengruppe und werden über diese Maschinengruppe gesteuert. Wenn wir nun einen Blick in diese Liste werfen, stellen wir fest, wir haben hier oben die dringlichen Materialien. Dann geht es hier rüber in die Prio 1, in die Prio 2, 3, 4 und 5. Das heißt, 4 und 5 sind eigentlich noch außerhalb unseres Betrachtungszeitraums, außerhalb jeder Priorität. In der Prio 3 steigt hier schon langsam unser Prioritätswert hoch und in der Prio 0 finden wir hier unser dringlichstes Material. In diesem Fall würden wir jetzt eben hergehen und den Mengenvorschlag von Simple Planning übernehmen. Das heißt, wir können hier mit einem Klick hergehen. Wir sehen jetzt sofort, wir haben hier die Menge, den Mengenvorschlag für eine Freigabe von Simple Planning erhalten. Die 268 Stück in diesem Fall. Wir sehen hier, das Ganze wird hier gleich auf eine Belastung für die Gating-Maschine umgerechnet. Wenn wir das hier nun freigeben würden, würden wir eben 4,4 Stunden Belastung auf unserer kritischen Ressource hier, auf unserer kritischen Gating-Gruppe verursachen. Wir sind hier, um genau zu sein, bei diesem Artikel auf der Gating 192 in dem Fall. Und wir sehen, aktuell laufen auf dieser Gating bereits 24 Stunden Umlauf. Das heißt, 24 Stunden befinden sich bereits in der Produktion. Wir würden nun noch weitere 4 Stunden freigeben. Unsere Umlaufbegrenzung, also das, was wir maximal unten in der Produktion verkraften, wären in dem Fall die 45,75 Stunden. Das heißt, wir dürfen hier noch locker freigeben. Wir sind hier noch weit unter der Umlaufbegrenzung. Die Kapazität reicht noch für diese weitere Freigabe aus. In diesem Fall gehe ich natürlich vor und disponiere das Material. Auch hier übernehme ich wieder die Menge und disponiere das Material. Und so fahren wir fort. So, nun lande ich bei diesem spezifischen Material hier, das 13724. Und ich sehe sofort als Planer, dass ich hier einen Fehlteil habe. Hierbei handelt es sich um eine Information in Simple Planning, die wir als sehr wichtig erachten, da wir prinzipiell immer möchten oder immer die Situation erreichen möchten, dass wir ein Full Kit freigeben, sprich einen Artikel nur ohne Fehlteile in die Produktion schicken, damit eben ein sauberer Prozess und eine möglichst kurze Durchlaufzeit gewährleistet werden können.
Sprich, hierauf werden die Disponenten durch die Alkyone trainiert, geschult, eben genau hierauf zu achten, dass eben nur Materialien oder Aufträge freigegeben werden, bei welchen auch keinerlei Fehlteile vorhanden sind. Damit der Disponent nun auch wirklich eine gute Entscheidung treffen kann, ist hier auch eine klare Auflösung der Situation gegeben in Simple Planning. Das heißt, hier im Detailreiter Stückliste gibt es einen Reiter Fehlteile und hier kann ich mir einmal natürlich den Artikel hier ansehen, der mir hier fehlt oder das Material, was mir hier fehlt. Kann mir das Ganze auch natürlich nochmal in einem Pop-up ansehen und kann auch per Doppelklick sofort auf diesen Artikel runterspringen und mir die Situation wirklich hier dann im zentralen Bereich des Dispositionsmonitors genauer anschauen. Zusätzlich hat hier der Disponent auch weitere Informationen, wie beispielsweise sämtliche Artikelstammdaten, natürlich auch die Stammdaten der jeweiligen Gating, auf der wir uns gerade befinden, sprich der Ressourcengruppe. Das heißt, ich kann mich hier sowohl die ganzen Kapazitätsdaten wie auch die Kalender der Gating, aber auch die ganzen Ressourcendaten genauer anschauen, kann hier genau nachvollziehen, wie viel Belastung aktuell in der Produktion ist, wie viel davon im roten Bereich, sprich in der Prio 0 und 1 in der Produktion bereits ist und wie viel hier vermutlich zeitkonform fertiggestellt wird. Bei Einkaufsmaterialien kann ich mir natürlich auch meine ganzen Lieferanten genauer ansehen, kann hier genau nachvollziehen, welche Lieferanten womöglich gesperrt sind. Natürlich kann ich hier auch die gesamte Stückliste nachvollziehen. Das heißt, wie überall in Simple Planning kann ich hier mit einem Klick sofort auf das andere Material runterspringen. Jetzt haben wir uns natürlich hier ein Stück weit mit unserem Filter blockiert. Wir wären also sofort hier mit einem Klick auf dem unteren Material und könnten von hier aus sofort auch wieder hochspringen auf unser Ausgangsmaterial. Nun gehen wir mal gerade wieder in unsere vorherige Ansicht zurück. Das heißt, wir wählen hier wieder unsere Gating-Maschine 1 in dem Fall aus. Befinden uns sofort wieder in der vorherigen Ansicht, auch sofort wieder auf unserem Artikel, den wir verlassen haben. So, das heißt, in dem Fall, da es für mich jetzt hier keinerlei Mengengröße gibt, in der ich ohne Fehlteil produzieren könnte, muss ich leider diesen Artikel überspringen in meiner Freigabe. Das heißt, ich kann den hier leider nicht freigeben, die gewünschten 2000 Stück hier in dem Fall. Muss den also überspringen. Als optionale Möglichkeit kann ich jetzt aber als Disponent beispielsweise einen Störungsgrund hinzufügen. Das heißt, ich konnte hier leider meine Freigabe nicht durchführen, kann nun aber ganz klar vermerken, ich konnte diese Freigabe nicht durchführen aufgrund von einem Fehlteil. Könnte nun hier noch eine einzelne genauere Ursache nennen, kann das Ganze hier vermerken und im Nachgang lässt sich das dann auch auswerten, was denn tatsächlich große Störungen innerhalb der Disposition waren. Waren es beispielsweise die Fehlteile, die uns ganz oft Bauchschmerzen bereitet haben, oder war es denn eher das Werkzeug, die Vorrichtungen oder beispielsweise auch die Maschinen, die zunehmend defekt waren? Das heißt, hier lässt sich ein gewisser digitaler KVP-Prozess leben, in dem eben versucht wird, eine dauerhafte Verbesserung des Gesamtprozesses zu erreichen. Das heißt, diese Störungsgründe lassen sich einmal überall in Simple Planning pflegen, um das mal vorwegzunehmen. Das heißt, auch in den darauffolgenden Modulen lassen sich diese überall pflegen, lassen sich aber auch im Nachhinein hinten in den Auswertungen eben begutachten, auswerten, analysieren, um eben mögliche große Hebel für eine Verbesserung zu identifizieren. Und so könnte ich nun hier nach und nach eben meine Freigabe weiter fortführen. Hier unten kann ich auch zu jedem Zeitpunkt eben für jedes Material, was ich hier so auswähle, einmal den Lagerbestand nachvollziehen. Das heißt, ich habe hier beispielsweise einen Lagerbestand. Ich könnte hier auch mehrere Lagerorte beispielsweise haben, wie jetzt in diesem Szenario hier. Ich kann hier meine Betriebsaufträge einsehen, das heißt, was habe ich denn aktuell schon für diesen Artikel in der Produktion? Ich könnte mir auch sämtliche Bedarfe, die eben aus der Stückliste herauskommen, genauer anschauen, welche Menge hier von mir gefordert wird, von dieser Komponente hier in dem Fall.
Ich kann mir sämtliche Bestellungen für diese Position hier in meiner Liste anschauen und könnte mir auch sämtliche Aufträge genauer ansehen. Eine weitere interessante Information ist, dass wir eben hier sowohl Make-to-Order wie auch Make-to-Stock in unseren Prioritäten im Mischbetrieb fahren können. Das heißt, wir können sowohl bestandsgesteuert wie auch bedarfsgesteuerte Materialien im Mischbetrieb hier handhaben und die Priorisierung funktioniert dennoch. Wir sehen hier überall unseren Auffüllbestand und unseren Sicherheitsbestand. In unserem Wording ist das die grüne Linie und die rote Linie. Diese werden übrigens entweder halbautomatisch oder auch automatisch durch Simple Planning angepasst an die jeweilige Marktsituation. Das heißt, wenn hier nach und nach die Nachfrage zurückgeht für diese Materialien, dann wird auch automatisch eben nach und nach die grüne und die rote Linie angepasst, reduziert oder eben erhöht. So, hier unten finden wir dann auch den ein oder anderen Make-to-Order-Artikel in unserer Liste und wir sehen dennoch, die Priorisierung funktioniert einwandfrei. Beim einen wird eben mehr auf den Bestandsverbrauch geschaut und eben die Auffüllmenge Richtung grüne Linie vorgeschlagen. Bei dem anderen werden eben die vorhandenen Kundenaufträge im Zeithorizont berücksichtigt. Das heißt, in Summe gibt uns hier Simple Planning folgende Vorteile in der Disposition. Wir haben einmal die Betrachtung der ökonomischen Bestände nach TOCG-Standard, sprich wir betrachten eben nicht nur den physischen Bestand, sondern schauen uns auch sämtliche Zu- und Abflüsse innerhalb der Wiederbeschaffungszeit an, berücksichtigen auch Ihre Reservierungen, sodass Sie am Ende tatsächlich das Netto kennen, was Sie eben innerhalb der nächsten, meinetwegen 30 Tage an Bestand zur Verfügung haben. Sie haben hier die Disposition von Fertigungsaufträgen und Bestellungen in Abhängigkeit der Wiederbeschaffungszeit, der Prioritäten und der Kapazitäten. Sprich, wir können hier eben mit Engpässen arbeiten, diese berücksichtigen. Sie haben eine Vergleichbarkeit aller Artikel durch eben unseren relativen Pufferverbrauch, sprich die komplexe Priorisierung, die Sie hier soeben kennengelernt haben. Wir haben eine klare Priorität mit farblicher Kennzeichnung. Sie haben hier eine Transparenz für Make-or-Buy-Entscheidungen, sprich, wenn Sie eben eine hohe Kapazitätsauslastung haben, dann können Sie eben in dem Moment ausweichen auf eine Buy-Entscheidung. Und genauso können wir auch mit einer rüstoptimierten Freigabe arbeiten, sprich, Sie können hier gewisse Rüsträder einpflegen über Ihre Artikelmerkmale und anschließend können wir die Liste auch so sortieren, dass Sie eben rüstoptimiert freigeben, von oben nach unten, wie gewohnt in Simple Planning. Für den Einkauf finden sich weitere Vorteile. Sie haben hier eben eine Verwaltung aller offenen Bestellpositionen nach TOCG-Standard. Sie haben eine Berücksichtigung von unterschiedlichen Zeithorizonten, eine beschleunigte Wiederbeschaffungszeit, aber auch eine Wiederbeschaffungszeit und einen Planungshorizont. Sie haben eine Überwachung der Fremdarbeitsgänge. Sie haben eine Kostenberechnung für Mindestbestellmenge und Sie haben eine Darstellung der möglichen Lieferanten inklusive Lieferantenquotierung. Falls wir Ihr Interesse wecken konnten für unsere Software oder auch für unseren Beratungsansatz, finden Sie eben weitere Informationen auf unserer Webseite oder auch auf unserem YouTube-Kanal. Wenn Sie uns kontaktieren wollen, können Sie auch einfach eine E-Mail an die info@alkyone-consulting.com schreiben. Und falls Sie eben weiteren Input haben möchten, können Sie auch entweder eben das Buch von Eli Goldratt, das Buch Das Ziel, lesen oder eben auch uns auf der info@alkyone-consulting.com schreiben, dann erhalten Sie das Buch TOC Light von Paul Seyfrith. So, dann bleibt mir an dieser Stelle nichts weiteres übrig, wie mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Mir war es eine Freude, Ihnen den Funktionsumfang von Simple Planning einmal im Schnelldurchlauf präsentieren zu dürfen. Ich hoffe, Sie hatten ebenso viel Spaß wie ich. Dann sage ich vielen Dank und auf Wiedersehen.